So, willkommen mal wieder zu einem Infovideo. Und zwar geht es darum, dass ich ja jetzt 4 Kanalvorstellungen gemacht habe, meine ich. 4 sind es gewesen. Und ja, es war anfangs nicht geplant, dass ich überhaupt welche mache. Jetzt, falls ich noch mehr machen soll, das entscheidet ihr, je nachdem, wie es aussieht. Hier, die ganzen Links gibt es jetzt auf meinem Kanal oder auch unten in der Videobeschreibung, werdet ihr sie finden. Hier eine Bewerbung für meine Kanalvorstellung. Kommt ihr dann hier hin, wo ihr euren Namen und den Link zu eurem Kanal eingeben sollt. Was ihr auf euren Kanal spielt, LPs, sonst irgendwas. Zum Beispiel eben hier Shooter, Mario-Spiele, Strategie, was gibt's noch, weiß ich nicht, Kartenspiele, was weiß ich, alles mögliche. Je nachdem, was ihr auf euren Kanal macht, schreibt ihr hier hin. Und ja, dann eben die Kontaktdaten von Skype solltet ihr haben, denn ja, in dem wird es so sein, dass wenn ich euren Kanal vorstellen soll, werde ich mal auf euren Kanal gehen, mir den Kanal ansehen, was ihr so spielt, euch dann per Skype eine Nachricht senden. Und dann werde ich sozusagen eine Challenge stellen. Und wenn ihr diese Challenge schafft, werde ich euren Kanal vorstellen. Bei zum Beispiel, wenn es jetzt um Shooter geht, werdet ihr irgendwelche, keine Ahnung, irgendein Trickshot-Video hochladen müssen. Oder falls ihr eben zum Beispiel jetzt für die Xbox habt, ein Match gegen mich bestreiten. Was ihr dann auf YouTube hochladen dürft, und ich werde auch auf YouTube hochladen. Also so wird jetzt euer Kanal schon mal vorher gepusht, vor der Kanalvorstellung. Das ist so, könnt ihr sozusagen schon mal im Vorhinein beweisen, was ihr drauf habt. Und ja, so werden die Kanalvorstellungen ablaufen. Ich werde euch sehen, wer aller kommt, wer sich aller bewirbt. Wenn sich einige bewerben, also ihr könnt selbst verfolgen, wie viele sich bewerben. Hier gibt es die Bewerberliste, die ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da werden alle auftauchen, und ja, ich habe mich auch bei Skype wieder mal nicht auf beschäftigt gestellt, tut mir leid. Und ja, so wird das jetzt ablaufen mit meinen Kanalvorstellungen. Also Name deines Kanals, was machst du auf deinem Kanal und deine Kontaktdaten. Danach werde ich dich anschreiben, und wenn du die Challenge bestehst, werde ich deinen Kanal vorstellen. Wie gesagt, einem habe ich es noch versprochen, eine Kanalvorstellung kommt noch so. Aber alle weiteren werden jetzt so durchgeführt. Und ja. Freue ich mich auf eure Einsendungen, hoffe, es kommen einige. Und dann sage ich mal, bis dann und auf Wiedersehen.